Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Gewaltverbrechen in dieser Stadt geschieht. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein brutaler Mord vertuscht wird. Und es wäre nicht das erste Mal, dass eine prominente Familie darin verwickelt ist. Aber es wäre das erste Mal, dass es hier geschieht. Wir haben einen Mord, 1600 Pennsylvania Avenue. Das heißt, wir werden nach ganz neuen Regeln arbeiten. Zeichen von Gewaltanwendung? Nein. Sie meinen, es war Sex und keine Vergewaltigung? Sie hatte also Sex im Weißen Haus. Sie waren dort. Wer? Der Präsident und die First Lady. Sie waren im Weißen Haus. Die Sache hat unabsehbare Folgen, Detective. Das überschreitet Ihre Kompetenz. Das ist ein Mordfall. Dafür bin ich kompetent. Der Präsident ist eine Institution. Er genießt Immunität. Er wird um jeden Preis der Welt geschützt werden. Wenn der Präsident oder jemand aus seiner Familie Carla Town umgebracht hätte, hätte er mich benachrichtigt, bevor das Blut an seinen Händen getrocknet wäre. Was werden Sie tun? Den Präsidenten zur Gegenüberstellung vorladen? Wem wollen Sie das erzählen? Entweder dem Weißen Haus oder der Presse. Sie landen bestimmt eines Tages auf der Abschussliste.